Servus Leute und herzlichst willkommen zu einer weiteren Folge zu StarCast. Heute wieder mit dem Frederik Mass. Hallo! Und ja, es geht um Mandalorian Kapitel 9 und wir werden hier nur mit Spoilern reden. Das heißt, alle, die die Folge noch nicht gesehen haben, schalten lieber weg. Aber vorher noch im Großen und Ganzen, wie fandest du die Folge? Boah, wie fand ich die Folge? Sagen wir mal so, gut. Und es macht Lust auf mehr. Mhm. Mehr möchte ich jetzt noch nicht dazu sagen. Okay, gut. Ja, also mir hat diese Folge super gefallen. Überraschend 54 Minuten statt die vorherigen 30 Minuten, 28 Minuten rum. Mehr ist immer willkommen. Und in der Folge, glaube ich, hat es auch gut getan, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Vor allem, weil der Aufbau ein bisschen länger dauert, sage ich jetzt mal so. Aber mir hat die Folge auf jeden Fall sehr gut gefallen und ich freue mich auf nächsten Freitag. Ja, das ist bei mir ähnlich. Also ich meine, gut, man muss jetzt überlegen, es gab ja noch eine relativ lange Rückblende, also man wurde im Prinzip nochmal komplett in die Story eingeführt, mhm. Was ich so auch ganz gut fand. So kann man zum einen die Leute dazu animieren, die jetzt erst einsteigen und die erste mhm. Staffel noch nicht gesehen haben, einfach diese Staffel dann sich nochmal zu Gemüte zu führen. Genau. Und die Leute so dann abzuholen, dass man jetzt, ohne dass man die erste Staffel gesehen haben muss, schon ja, zumindest ja. Dann ein Punkt ist, wo man weiß, worum es geht. Ja, und ich finde es ganz gut, dass es auch ziemlich, die Geschichte geht einfach weiter. Es ist nicht so ein Zeitsprung oder es passiert irgendwas dazwischen oder sowas, sondern es geht wirklich einfach weiter. Kapitel 9 heißt sogar nicht mal Staffel 2, sondern ist einfach Kapitel 9, die weiter, sozusagen einfach die weitere Geschichte, die weiter erzählt wird. Und das gefällt mir ganz gut. Es ist cool umgesetzt. Also das, also es wird hier auch wieder so ein gewisses Tempo vorgelegt, was ich eigentlich bei der Serie von Anfang an eigentlich mochte. Aber was heißt von Anfang an? Ich habe ja schon mal bei der Rückblende gesagt und als wir uns über die Trailer von der Season 2 unterhalten haben, dass ich am Anfang Schwierigkeiten hatte reinzukommen, weil ich mit diesem das Pacing. Ja, mit diesem Genre des Spaghetti-Westerns einfach nicht so viel anfangen kann und mich das am Anfang doch daran stark erinnert hat. Aber das Pacing, also tatsächlich so dieses Erzähltempo, ist super. Also man kommt gut mit. Es wird jetzt nicht so viel zusammengerafft, wo man denkt, um Gottes Willen, das ist aus dem Kontext. Oder man muss irgendwie schwer überlegen, sondern ist alles so in sich schlüssig und baut gut aufeinander auf. Und es ist jetzt nicht so, dass man heute hier ist und dann in der nächsten Episode auf einmal, keine Ahnung, anderthalb Jahre später oder so. Das ist schon ganz davor cool. Hatte ich ein bisschen Angst. Ich habe nämlich im Internet ein paar Theorien gelesen, vor allem, dass wir jetzt beispielsweise schon einen sprechenden Yoda und einen jugendlichen Yoda hätten und sowas und das hätte mich mega angepisst. Ich finde es gut, dass es einfach eine weitergehende Geschichte ist und ich glaube, dass wir Yoda in The Mandalorian nie wirklich erwachsen werden sehen und nicht jugendlich sehen werden, sondern einfach weiterhin Baby und vielleicht fängt er an, ein paar Töne zu sprechen, aber ich bin glücklich so, wie es ist und ich hoffe, dass es einfach so weitergeht. Gehen wir doch mal in die Handlung. Wir sind da auf, ich weiß gar nicht, wie der Planet heißt, wo sie sind, wo er sich mit einem Gangster trifft, wo die Gamorreaner, wie man im Trailer gesehen hat, ihren Kampf haben. Genau, richtig, ja. Wie hast du die ganze Szene empfunden? Ich meine, er geht ja dann rein, geht dann zu diesem Typen. Den Namen habe ich mir einfach irgendwie nicht merken können. Ich habe ihn versucht aufzuschreiben. Das ist genauso wie später bei Khan Vent oder wie der heißt. Die Namen habe ich immer noch ein bisschen Schwierigkeiten. Aber er sah cool aus. Das Kostümdesign war geil. Es sah realistisch aus. Hat Spaß gemacht. Finde ich ganz cool. Also kleiner Mini-Boss führt er ihn dann wieder zu Tatooine. Aber was hältst du von der ganzen Szene? Also ich fand es halt sehr, sehr, sehr gut gemacht, einfach weil man jetzt auch wieder sieht, dass er immer noch ein Outcast ist. Ja, wir wissen ja, dass die Mandalorianer nach wie vor im Verborgenen mehr oder weniger agieren. Mhm. Und dementsprechend muss er natürlich auf seiner Mission Hilfe im eher zwielichtigen Milieu suchen. Und wir sehen auch wieder ganz klar diese Absenz der jungen neuen Republik, also dieser gesetzlose Raum kurz nach Ende des Imperiums, weil man einfach noch nicht in der Lage war, irgendwie auch nur ansatzweise eine Form von neuer Ordnung, New Order,
zu etablieren. Und dementsprechend muss er eben auch zu den lokalen Gangstern gehen und er bekommt ja den Hinweis, dass der Gangster ihm da weiterhelfen könnte. Ja, und dann nimmt das Ganze ja seinen Lauf, ne? Der Gangster fordert eine Bezahlung. Ja, am Schluss will er ja sein Besker. Am Schluss geht es dann nicht mal mehr um die Information, sondern er sieht seinen Besker und provoziert den Jaren ein bisschen im Sinne von, ja, ich muss euch sonst immer aus den Hüllen locken und von euren Leichen die Rüstung und sowas abnehmen, nur um ans Besker ranzukommen. Und am Schluss geht es nicht mal mehr um die Information oder um die Zahlung, sondern er möchte einfach nur noch das Besker und dann rastet er ja ein bisschen aus und macht die Leute mal K.O. Ja gut, das heißt ausrasten. Ich meine, wir dürfen halt nicht vergessen, Mandalorianer, das sind kaltblütige Killer. Also er wird einfach im Prinzip gemäß seiner Definition dargestellt in der ersten Szene. Finde ich auch ganz cool, auch wie er es nachher löst, wie dann nachher dieser Hint mehr oder weniger, dieser weiterführender Hinweis geschaffen wird. Ja, es ist ja diese Heldenreise, die gemacht wird, mehr oder weniger, wo er dann nach Tatooine entsandt wird. Und so zum Einstieg, zum Warmwerden, fand ich das schon ganz gut. Das hat mir echt gut gefallen. Fand ich auch. Und danach gehen wir ja gleich wieder auf Tatooine, sehen wieder einen der Sandleute, wie er hinterher schaut dem Schiff. Wir treffen wieder auf, wie heißt sie nochmal, die Dame? Ja. Namen sind Namen. Ohne Scheiß, ich habe eine seltene Serie gehabt, die so viele Namen in so kurzer Zeit reingebracht hat. Und normalerweise kenne ich mich mit den Star Wars-Namen echt gut aus. Aber hier ist es einfach ein Ratter. Du hast neue Charaktere, neue Namen. Es ist echt schwierig. Ja, wobei sie ist ja nicht neu. Also man hat sie ja schon mal gesehen. Also wir sind das ja, schon, ja klar. Wir hatten ja dieser. Wir waren ja schon mal auf Tatooine und wir waren ja auch schon mal bei ihr. Deswegen, es ist ja nach wie vor tatsächlich noch so, dass es ein bekannter Charakter eigentlich ist. Gut, da sind wir wieder. Ja, wir hatten jetzt gerade ein bisschen technische Schwierigkeiten, aber jetzt sind wir wieder da. Aber du hast deine technischen Schwierigkeiten zum Guten benutzt. Wir haben jetzt den Namen nochmal ganz kurz nachgeschaut. Nämlich, wie heißt die Dame? Genau, das ist Pelimoto, die in ihrem Hangar da auf Mos Eisley mit ihren Pit-Droids dafür sorgt, dass die Schiffe, die bei ihr unterkommen, wieder fit gemacht werden. Und ist er ja schon mal in der ersten Staffel begegnet. Genau, die einen Spaß macht, dass sie Baby Yoda abkaufen will, aber dann doch irgendwie kein Spaß ist. Aber wenn er sich vermehren würde, würde sie auch gerne eins davon haben. Genau, richtig. Genau. Danach geht es ja darum, dass sie diese verlassene Bergarbeiter der Stadt finden sollen, weil dort sich der Mandalorianer anscheinend aufhält. Und genau, Mos Pelgo, genau. Auch bekannt als Freetown. Also wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ist das Freetown. Mhm. Und auch lustig, er muss sich eben auch wieder ein Speederbike ausleihen. Genau, das ist das, was er dem Typen abgenommen hat in Folge 4, wo sie diese komische Assassine haben gejagt und da hat er ja die zwei Speederbikes mitgebracht und am Schluss wollte er dann Baby Yoda und dann hat er ihn umgebracht und der hatte noch die Speederbikes von der Mission. Genau, richtig. Genau, und dann geht er auf Mos Pelgo, um den Mandalorianer zu finden, der ihm helfen soll. Und er trifft auf einen Marschall und der nimmt dann gleich den Helm ab, was ihn natürlich ein bisschen wütend macht. Genau, also es ist tatsächlich so, dass unser Mandalorianer vom anderen Mandalorianer gefunden wird, mehr oder weniger. Und dieser Mandalorianer entpuppt sich dann eben als Marshal von Mos Pelgo. Er wird auch als der Marshal bezeichnet. Das war so für mich die erste Szene, als Din, wie gesagt, im Saloon sitzt und Richtung Tür schaut und da eben im Gegenlicht, in dieser klassischen Western-Einstellung im Gegenlicht, ein behelmter, Revolverheld, sage ich jetzt mal, durch die Pforte schreitet, da habe ich im ersten Moment direkt gedacht, wow. Boba Fett. Weil tatsächlich in dem Gegenlicht hat man es nicht direkt gesehen, man konnte es erahnen durch den Zielsucher, aber man hat es eben nicht genau gesehen.
Und ich dachte tatsächlich, es ist Boba Fett. Dachte ich auch. Ich dachte, warum ist der so dünn? Also, ich habe mich sehr gewundert, als ich den gesehen habe. Dachte mir, der sieht nicht so aus, wie ich ihn in Erinnerung habe. Aber was ich nicht gewusst habe, ist, dass in dem Buch Aftermath wird dieser Charakter namens Kenwenf oder irgendwie sowas? Cobb Vanth heißt er. Cobb Vanth. Er hat ja, also die Geschichte wird ja nochmal in der Folge erzählt und hat von den Jawas dann die Boba Fett-Rüstung abgekauft. Ist tatsächlich aus den Aftermath-Büchern und ist Ja, sehr gut so. sogar mit derselben Geschichte, soweit ich weiß, rübergebracht worden. Ja, also die Geschichte ist ein bisschen abgewandelt. Also da ist es halt so, dass Cobb Vanth zusammen mit Edwin Charu diese Rüstung bergen und sich dann darum streiten und er diese Rüstung gewinnt. Nun wird aber das Schicksal ein bisschen anders erzählt. Das finde ich auch sehr cool, wie wieder angeknüpft wird an die Zerstörung des Todessterns. Das Imperium hat den Einfluss auf Entschuldigung, auf Tatooine verloren. Mos Pelgo ist eine, wenn ich das richtig im Kopf habe, eine Minenstadt, ja. Und dass dann direkt erzählt wird, dass ja, es kein Machtvakuum zugelassen werden kann und diese Sicherheitsleute von der Minengesellschaft direkt versuchen, die Macht an sich zu reißen und doch dann für Recht und Ordnung zu sorgen und ihre, ja, Ihre sie eigene sich, Macht sozusagen, ja, ne? genau, sich als sich selber als das Gesetz dann darzustellen und in diesem Zusammenhang muss Cobb Vanth dann eben entsprechend fliehen und wird von den Jawas aufgegriffen und bekommt im Tausch die Rüstung, die Jawas irgendwo. Ja, wahrscheinlich. Weil das ist, glaube ich, das wird, glaube ich, nochmal erklärt. Weil im Nachhinein sehen wir ja nochmal einen Altbekannten. Aber ich finde es ganz cool, wie sie zuerst im Standoff sind. Also er sagt schon, es kommt nur einer lebend raus und beide greifen schon zur Waffe und stehen westernmäßig vor sich. Und in dem Moment kommt der Great Dragon. Ja, also man sieht ja, wir kennen den Krayt-Drachen als Skelett. Und es ist so viele Sachen in dieser Folge, wo ich mir, oder in dieser Episode schon drin, wo ich auch diese Reminiszenzen, die gemacht wurden, einfach an, ja, natürlich die Verneigung vor Star Wars an sich, vor dem Franchise, aber auch die Verneigung vor anderen großen Geschichten eben. Es war für mich so ein, ich weiß nicht, so im Lande der Raketenwürmer oder auch Dune, ne? Also auch Dune so, hat mich sehr dran erinnert, genau. ja, also diese Anspielung auch, diese Raketenwürmer und dann der arme Oh ja. Banta, der da mehr oder weniger weggeatmet wird von diesem monströsen, wirklich monströsen Vieh und dann geht's eben los, wo eine Allianz geschmiedet werden muss, wo auch aus diesem kalten, kaltblütigen Killer, unserem Mandalorian eben jemand wird, der diplomatisch, sehr, 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 sehr fit ist und unheimlich viel auf der Pfanne hat. Aber ganz kurz zu Cobb Vanth, beziehungsweise zu Timothy Olyphant, dem Schauspieler, er macht's sehr, sehr gut. Also ich fand, er hat super reingepasst. Also war auch ein würdiger Widerpart oder Partner oder Sidekick, also Genau, ja. sehr, sehr cool. Also man kennt ihn sehr wahrscheinlich, der ein oder andere wird ihn kennen als ja, die Personifizierung von Agent 47 in der Hitman-Verfilmung. Daher kennt man ihn, da war er Agent 47 oder er war auch, glaube ich, mal der Widerpart, also der Gegenspieler von Bruce Willis in irgendeinem Stirb langsam, ich glaube in Stirb langsam 4 oder so. Das kann sein, das weiß ich Und nicht. also er ist halt wirklich fit. Und das ist schon sehr, sehr, also er ist ein super Schauspieler, er passt super rein und die Art und Weise halt auch, wie er zurecht, wie er da drin spielt, er füllt es voll aus. Er ist halt so ein, zwar jemand, der so eine gewisse Form von Autorität ausstrahlt, aber nichtsdestotrotz so dieses Verruchte hat. Also er hat mich auch so ein bisschen in seiner Darstellung so ein bisschen an Han Solo, hoffentlich verzeihen es mir die Hardcore-Fans, so ein bisschen an Harrison Fords Auslegung von Han Solo erinnert. Hat mir schon gut gefallen. Ja, also ich fand den ganz okay. Im ersten Moment habe ich natürlich mit Boba Fett gerechnet und habe mir gedacht, was will denn der Depp da?
Ich hab ihn dann doch lieb gewonnen mit der Zeit. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich ihn wirklich gerne gesehen habe. Und beim zweiten, dritten Mal Durchschauen der Folge hat er mir dann doch ziemlich gut gefallen. Und ich finde, er passt perfekt rein. Also, wenn wir mal wieder auf ihn treffen, dann hätte ich da durchaus nichts dagegen. Super Schauspieler, macht die Rolle ganz gut und finde ich, passt rein. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gut, gehen wir weiter. Die beiden machen den Tausch. Der Mandalorian soll helfen, den Great Dragon zu töten und kriegt dafür im Tausch die Rüstung. Und da nimmt er an, macht es auch so mit. Und sie versuchen sich das anzugucken. Er hat gesagt, er lebt in der Nähe und dann fliegen sie hin. Der Speeder, eine Anspielung auf die Podracer von Tatooine. Den er fährt, der, wie heißt der Wenf? Wie heißt der mit Vornamen? Cobb Vanth. Cobb Vanth. Er hat einen Speeder, der einfach umgebaut ist von der Turbine eines Podracers. Genau, es ist tatsächlich ein umgebautes Podracer-Triebwerk und er sitzt so lässig rechts neben der Turbine und das ist auch ja, sehr, Schön sehr gemacht, cool finde ich. gemacht. Ja, sehr cool gemacht. Was mir noch ganz kurz, was mir an dieser Folge so gut gefällt, ist, wir wissen ja alle, wie groß der Hype auf Baby Yoda ist und was draus gemacht wurde. Und dementsprechend finde ich sehr gut, dass Baby Yoda in dieser Folge so mal in erster Linie überhaupt gar keine Rolle spielt. Also er ist zwar dabei, man hat ja auch diese Anspielung von Pelimoto in diesem Hangar, aber grundsätzlich, es geht ja auch um ihn. Ja, es geht ja darum, wir müssen den anderen Mandalorianer auf Tatooine finden, um weiterzukommen, um in dieser Quest weiterzukommen, nämlich Baby Yoda zurück zu den Seinen zu bringen. Genau, Das geht aber relativ zügig und diese Hauptquest tritt in den Hintergrund und man kommt zu dieser Sidequest, wo es um diesen Krayt-Drachen geht. Was mich auch so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen an Moby Dick erinnert. Also so diese ja. Art und Weise, wie es aufgezogen ist. Sehr cool gemacht, einfach auch von den Effekten her sehr cool. Disney zeigt halt eben, was man wirklich für einen finanziellen Background auch hinter der Serie hat, weil es kommt überhaupt in keinster Weise cheesy rüber. Also als ich gesehen habe, wie der mit dem Speederbike in die Stadt reinfährt, wo ich gedacht habe, wo sonst immer so ein bisschen das Hakelige war, ne, war überhaupt nichts. Also dieses 360-Grad-Studio, was die jetzt da haben, diese Technik, diese Tricktechnik, das ist schon mega. Also auch die Geschichte, wie die beiden da parallel zueinander in die Wüste reinfliegen oder fahren, ja, es ist schon also beeindruckende Bilder, auch wie der Great Dragon animiert Eben ist, genau, ja. ich wollte es gerade sagen, wenn man da hingeht, dann ist diese Folge auf einem Niveau von den Filmen wirklich. Also ich fand dieses Tentakelmonster in Solo schlimmer als jetzt den Krayt-Drachen. Der hat richtig gut ausgesehen. Mir hat es mega gut gefallen. Wir gehen ja dann weiter, beispielsweise, wo sie mit den Sandleuten auf einmal einen Pakt schließen müssen. Damit sie das Ding überhaupt irgendwie besiegen können, weil die wollen den nämlich auch besiegen. Und dann gibt es so kleine Streitigkeiten zwischen Mensch und Sandleuten. Die Sandleute sind Plünderer, ja, aber sie leben auf Tatooine und finden, dass Tatooine einfach ihr Reich ist sozusagen. Und da kommt es dann wieder zu ein paar Konfrontationen zwischen Cobb und den Sandleuten. Wir gehen dann zu dem verlassenen Sarlacc-Pit, wo der Krayt Dragon wohnt. Genau, richtig. Also da geht es dann tatsächlich hin in diese, ich weiß nicht, ist es die Grube von Kakum, also tatsächlich Ich die glaube Pit? nicht, nein, nein, nein. Weil die Grube von Kakundi war in einem Wüstenmeer und das ist ja Gebirge. Ja, es stimmt, ja, richtig. Aber es ist auch sehr, sehr gut so nach dem Motto, wo so diese Anspielung so, es gibt keine leeren Außer man Sarlacc-Höhlen, frisst den Salak. außer man frisst den Sarlacc und da sieht man auch, ich meine, Sarlaccs sind auch echt groß, ne? Ja. Also man hat es ja gesehen in Episode 6, aber dieser Krayt-Drache, ja, ist halt auch
richtig, richtig groß. Ich glaube, das ist eines der größten Exemplare eines Great-Drachen, die es jemals gegeben hat. Und ja, ich finde es einfach auch sensationell, wie das dann gemacht wird. Auch wie er dann, wie jetzt unser Mando, der ja, wie gesagt, am Anfang als Cold-Blooded Killer mehr oder weniger da reingeht, zum Diplomaten wird und auch sagt: Hier, Leute, reißt euch zusammen. Ihr habt beide gegeneinander nicht oder voneinander nicht die beste Meinung, weder die Menschen von den Tuskens, weil die Tusken eben die Menschen überfallen, als auch die Tusken von den Menschen, die sagen, ihr stehlt unser Wasser, ihr gehört hier nicht hin. Und wir wissen alle, dass auf Tatooine Wasser, glaube ich, so ziemlich das kostbarste Gut ist. Ja, die Art und Weise, wie das dann auch dargestellt wird, finde ich einfach auch richtig, richtig gut gemacht. Man sieht, fand ich auch so cool, ne? Wir haben ja in der ersten Staffel dieses Nashorn gesehen, dieses riesige Nashorn-Monster. Schlammhorn, ja. Ja, dieses Schlammhorn, und jetzt sehen wir den Krayt-Drachen, und ja, der Kopfgeldjäger wird so langsam zum Großwildjäger, habe ich so ein bisschen das Ja, das ist er. Gefühl. Jetzt stell dir mal vor, sie hätten zuerst den Drachen gejagt, dann hätte er ja das Emblem vom Drachen bekommen auf seinem Schulterblatt. Ja, genau, nicht dieses Horn, stimmt, richtig. Genau. Ja, ich habe eine kleine Sache, die mich tatsächlich gestört hat, dass die Sandleute in der ersten Staffel wirklich nur mit Hand kommuniziert haben und in der zweiten Staffel sprechen sie zum Handkommunizieren. Ja gut, wir wissen ja, dass sie auch kommunizieren können über Das schon, aber es hat Rufleute. mich irgendwie gestört, weil es hat so gewirkt, dass warum sollte sich die Kommunikation plötzlich ändern? Du hast zuerst hast du die beiden, hast du die in der ersten Staffel, wo wirklich alles stumm passiert. Und dann wirkt es so, wenn er sowieso so kommunizieren kann, warum hat er es da nicht gemacht und hier schon? Ich weiß nicht wieso, aber mich hat es tatsächlich gestört. Vielleicht hat er sich zwischendurch so einen Übersetzer einbauen lassen. Kann ja sein. Also Das klar, könnte sein. gut. Ist jetzt ein Filmfehler oder vielleicht ein Kontinuitätsproblem. Ich fand es einfach ganz, ganz passend. Zumal ich auch, also Tusken Raider sind so mit den Jawas zusammen eigentlich so meine, schon aus frühester Kindheit, so meine ersten Erinnerungen in Bezug auf Aliens, auch mit den Gamorreanern. Also es hat mich unfassbar wieder zurück in diese Zeit. Also Star Wars ist halt eben auch für mich zumindest auch so, hat so ein bisschen was Nostalgisches, und es hat es voll zurückgebracht, ne? Man Ich könnte finde auch. es schön, wie sie es machen. Einfach diese alte Spezies. Du hast einen Twi'lek-Bodyguard am Anfang, du hast die Gamorreaner. Trotzdem hast du neue Sachen. Du siehst im Hintergrund bei dem Publikum verschiedene Spezies, die in Episode 8 und 9 erst dazugekommen sind. Und es bringt alles zusammen. Und du siehst die alte Spezies, du siehst die neue Spezies. Und das ist dieses Familiäre, was ich so sehr liebe an den eher Prequels, deswegen mag ich die mehr, weil du einfach mehr diese familiäre Atmosphäre hast, anstatt in 7, 8 und 9, wo du halt immer nur neue Spezies, neue Spezies, neue Spezies und du siehst nichts Altes. Dadurch hast du nicht diesen familiären Aspekt. Und das macht Mandalorian perfekt. Die haben die alten Figuren, die haben die neuen Figuren und sie machen einen perfekten Mix daraus. Ja, das stimmt, das ist richtig. Also man sieht eben auch viele bekannte Sachen. Ja? Man hat ja auch beispielsweise in dieser Szene am Anfang, wo die in diesem MMA-Kampf, sage ich jetzt, also ich habe es glaube ich schon mal so genannt, wo die beiden Gamorreaner da in dieser Arena gegeneinander kämpfen, da sieht man ja auch einer von diesen Bad Guys ist, glaube ich, die gleiche Spezies wie Darth Maul. Er ist eben Ein nur nicht Cyborg, ja. tätowiert. Er ist ein Sabrak, also man sieht es an den Hörnern am Kopf. Und das ist auch wieder so eine kleine Reminiszenz oder eine Verneigung, wo die Macher zeigen, was sie eigentlich wissen. Ja? Also was sie für ein Sie unfassbares Wissen. verstehen das Star Wars-Universum und das erlebe ich so sehr an Jon Favreau. Der hat einfach eine Ahnung von dem, was er tut und er liebt seine Werke und das merkt man ihm einfach an. Ja, genau, das stimmt. Das muss man einfach tatsächlich so stehen lassen. Genau. Ja, also wie geht's weiter? Also man versucht es dann eben, mehr schlecht als recht, tatsächlich diesen Krayt Dragon zu erledigen. Sie bringen das Dorf noch mit dazu und da gab es noch mal ein paar Konflikte, aber auf jeden Fall am Schluss ist das Dorf, also wie heißt es, Mos Pelgo? Mos Pelgo und die Sandleute zusammen kämpfen gegen das Monster. Und Genau. das ist auch das, was wir sehen. Sie versuchen mit Sprengstoff unten am Bauch das Vieh endgültig zu vernichten.
Und dann kommen die großen, geilen Szenen, die ich so sehr liebe. Du hast nicht mehr diese stetige Kamera, sondern die Kamera schwenkt und geht mit und die Action fühlt sich super an. Es sieht alles gut aus. Du hast eine absurd schöne Filmästhetik. Es ist unglaublich, wie schön mir dieser Kampf gefällt, wirklich. Ja, es ist halt auch wirklich eine Verneigung, ne? Also man muss sich einfach mal überlegen, was da alles, was man alles sieht. Also ich finde so, es ist so ein bisschen der weiße Hai. Es ist so ein bisschen so dieser Drax-Moment aus Guardians of the Galaxy. Ja. Ja? Und natürlich auch dieser Seitenhieb auf den Malfunctioning Jetpack aus Return of the Jedi. Mhm. Ja, auch mega. Sieht zu, dass du dich in Sicherheit bringst. Zack. Genau. Und weg geht er halt. Und das ist einfach auch richtig, richtig cool gemacht. Und dann auch am Ende, am Ende des Kampfes, wo auch Cobb Vanth, wo man sagt, oh, so ein Kandidat, der könnte auch versuchen, Mando abzulinken. Ne? Also das ist so ein bisschen, das schwang so ein bisschen mit, aber dann auch ganz klar, hier, hör mal zu, mein absoluter Respekt, du hast es geschafft. Er ist es ja letzten Endes, der es tatsächlich schafft, im wahrsten Sinne des Wortes da mit seinem, ich sage Drax-Moment, weil es so ähnlich ist wie bei Guardians of the Galaxy, wo Drax dann auch in dieses Monster reingeht. Mhm. Und weil er zwar Sprengstoff an dem Banter befestigt und sich dann einschlucken lässt. Und er hat ja noch seinen, das habe ich voll vergessen in dem Moment, dachte ich mir, wie macht er das jetzt? Aber er hat ja seinen Elektroschock vorne an seinem Gewehr. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das durch die Gabeln abgegeben wird oder nicht. Auf jeden Fall kann er dadurch entfliehen und lässt den Great Dragon von innen explodieren. Genau, und ist natürlich dann nachher mit Schleim übersät. Yep. Sehr, sehr eklig. Und man sieht eben dann auch am Ende, wie sich sowohl Tusken als auch Menschen, so dieses, wir haben einen gemeinsamen Feind, das bringt uns zusammen. Wir haben den gemeinsamen Feind besiegt und vielleicht ist es ein guter Anfang, um jetzt besser miteinander auszukommen. Also man könnte jetzt auch wieder dieses Moralistische da draus spinnen. Mhm. Sollte man vielleicht nicht machen unbedingt, aber es ist so, die Möglichkeit besteht. Also man hat auch, das ist auch wieder so dieser Rebellion-Effekt, weißt du? Gemeinsamer, großer, mehr oder weniger oder nahezu unbesiegbarer Feind schweißt die Leute zusammen, die dann auch über die eigenen Differenzen hinweg den gemeinsamen Feind bekämpfen und auch letzten Endes niederringen. Ne? Genau. Und die Tusken haben ja versprochen, also sie halten ihre Worte, es sind Plünderer, ja, aber sie halten ihre Worte. Sie haben versprochen, dass wenn sie zusammen das Ding eliminieren und das Fleisch vom Great Dragon behalten dürfen, dass sie nie wieder die Stadt angreifen werden bzw. plündern werden. Genau, richtig. Also es geht ja um Innereien und ganz, ganz lustig, man sieht eine Szene, wo dann einer dieser Tuskens sieht, ist es ein Ei? Ja, ich dachte, das wäre ein Ei. Ja, oder ist es irgendwie eine Perle? Perle, Ahnung, Ei. Ich gehe davon aus, dass es ein Ei ist. Ich habe noch gesagt, ich habe es das erste Mal mit meiner Freundin geschaut, ich habe zu ihr gesagt, wie geil wäre das jetzt, wenn die Tusken das Ding aufziehen und so erziehen können, dass es auf ihre Befehle hört und dann mit dem Ding einfach Städte ausrauben. Genau, richtig, der Surfer des Sandwurms. Er reitet nicht auf Banthas, sondern tatsächlich auf einem Crate. Das wäre schon irgendwie geil. Also das wäre, glaube ich, zu viel des Guten. Ja, ich glaube auch. Also Drachenreiter 2.0 wäre es dann. Ne? Ja, genau. Also Fazit, ich würde sagen, also von meiner Seite 4 von 5. Es hat mich, 4 von 5 Sternen, es hat mich am Anfang natürlich mitgenommen, auch wieder das zu sehen, also komplett abgeholt. Dieser Barfight, dieser Kampf am Anfang, ein bisschen, um ins Tempo wieder reinzukommen, um diese Heldenreise wieder aufzunehmen. Es hat geholfen, bekannte Charaktere zu sehen. Es war auch schön zu sehen, die neuen Charaktere drin zu haben. Und ich denke mal, der größte Cliffhanger, ja, da sind wir uns beide einig, kam am Ende. Boba Fett. Ja, hat tatsächlich Temuera Morrison als vernarbten Boba Fett gezeigt, der vermeintlich wieder seine Besitzansprüche anmeldet an die mandalorianische Rüstung, die Cobb Vanth im Tausch abgegeben hat. Genau. Ja.
Jetzt ist die Frage, hat er die Rüstung gejagt oder war Boba Fett derjenige, der danach auf Tatooine bei der toten Assassine stand und sich dem Mandalorian sozusagen näher gebracht hat? Weil wir wissen ja immer noch nicht, welche Figur dort stand. Aber da er ja, da Boba Fett seine eigene Rüstung nicht hat, kann es sein, dass er den Mandalorian verfolgt hat und einfach darauf gewartet hat, dass er wieder zurückkommt. Und ich meine, für mich wäre es jetzt logisch, wenn Boba Fett derjenige gewesen wäre, der bei der toten Assassine gestanden wäre. Und vielleicht versucht er nicht, seine alte Rüstung zu bekommen, sondern seine Rüstung zu bekommen. Okay, also du meinst, er will die Rüstung vom Mandalorian haben. Genau, ich glaube, dass er das so macht, weil sonst hätte er schon längst sich die Rüstung von Cobb hätte sich schon längst von ihm holen können. Weißt du, wie ich meine? Klar, sicher, aber hätte er das wirklich, man weiß nicht, man hat ihn ja jetzt nur gesehen, das Gesicht vernarbt, man weiß ja nicht, ob er nicht noch anderweitig irgendwie versehrt ist. Man darf nicht vergessen, er ist ein paar Jahre von einem Sarlacc verdaut worden. Das ist also, die Frage, ob und wie und wann er jetzt rausgekommen ist. Ja, die Bestätigung war, aber ich weiß nicht genau, in welchem Zeitverhältnis sich das gehalten hat, weil ich meine, wenn du da länger drin bist, dann siehst du, die Rüstung war ja komplett kaputt, aber wenn du so eine ätzende Säure hast, die Rüstung, also die Farbe von der Rüstung nimmt, wie könnte das deine Haut und dein Körper aushalten? Ich glaube, dass er ziemlich schnell wieder rausgekommen ist und dass sich das alles wieder löst. Vielleicht erzählt er es nicht mal, vielleicht bleibt es einfach so ein kleines Mysterium und kommt in den Comic oder in dem Buch raus, aber es wundert mich einfach, ich weiß nicht. Am Anfang habe ich gedacht, oh geil, jetzt steht der Boba Fett in seiner Rüstung. Hätte keine Ahnung gehabt, wie sie es machen wollen. Aber jetzt irgendwie, keine Ahnung. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei, wie sie mit Boba Fett weitergehen. Okay, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe überhaupt kein schlechtes Gefühl, weil ich glaube, dass Boba Fett für Storytelling auf jeden Fall noch eine richtig wichtige Person wird. Also die werden den nicht einfach jetzt da... Die werden den jetzt nicht einfach da irgendwie einführen oder quasi reviven, ja. Also er ist ja eigentlich tot, ja. Dann haben sie ihn wieder ins Leben zurückgenommen, haben da einen riesen Hype drum gemacht. Und nur damit sie ihn kurz irgendwie im Anschnitt zeigen, als vernarbtes Gesicht und dann wieder killen können. Also ich glaube nicht. Ich glaube auch, dass Boba Fett vielleicht seinen Frieden macht mit Mandalore. Vielleicht auch mit den Rebellen oder mit der Neuen Republik oder mit dem Imperium. Man weiß es einfach nicht. Ich glaube schon, dass er wichtig wird. Ich glaube auch, dass er für Dean wichtig wird. Ich glaube auch, dass er für die Quest wichtig ist, weil einfach Boba Fett die Informationen hat, die notwendig sind, um diese Quest weiterzubringen. Ja. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann darum gehen wird, du bringst mich zurück zu Mandalore, zu meinen Leuten, gegebenenfalls bringst du mich in Kontakt mit Sabine oder mit wem auch immer und ich gebe dir dafür im Tausch die Infos, die du brauchst von mir. Zum Beispiel, wir hatten ja diese Kamino-Theorie schon mal angesprochen, dass es so in die Richtung geht. Ne? Also es birgt auf jeden Fall jetzt schon relativ... warte mal. Boba Fett ist ein Klon. Das heißt, wenn Din Djarin mit ihm Kontakt aufnimmt, dann würde er ihm sagen, dass er von seinem Vater ein Klon ist. Und dann würde es ihn dorthin bringen, weil er dann nämlich dasselbe Zeichen zeigt, das auf dem Wissenschaftler sein Patch war. Das heißt, dass er dadurch auf Ding gehen wird, auf, wie heißt's? Kamino. Und ich glaube, dass er ihn auf Kamino bringt. Könnte man, oder genau, ich begleite dich nach Kamino und dafür... Dafür bringst du mich dann eben in Kontakt mit Mandalore oder was auch immer. Also das sind so viele Sachen. Ich glaube nicht, dass er was mit Mandalore zu tun haben wollen würde, weil er ist ja an sich kein Mandalorianer. Sein Vater war auch kein Mandalorianer. Sie haben einfach die mandalorianische Rüstung. Bist du dir sicher, dass Django nicht Das haben wir nachgeschaut, ja. Ja, okay. Das haben wir mal in einem Podcast riesen Streitgespräch gehabt, aber das haben wir nachgeschaut. Er ist von George Lucas selber nicht als Mandalorianer gekrönt worden, sozusagen. Ah, okay. Also fand er nur die Rüstung cool. Also genau, er hat die Rüstung so genommen, aber es hat nichts mit dem mandalorianischen
mit der mandalorianischen Kultur zu tun. Was natürlich sein kann, ist, dass er ein Findelkind war, Jango Fett, aber er hat die Religion sozusagen missachtet und bespuckt, indem er halt ständig seinen Helm abnimmt und seinen Namen preisgibt. Ja, genau. Ja, richtig. Das ist wohl so. Ja, vielleicht haben sie ihn dann doch zurückgebracht, um ihn kalt zu machen. Kann ja sein. Wahrscheinlich. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, das ist da noch wirklich ganz, ganz spannende. Es wird sehr spannend. Wir schauen noch auf Ahsoka Tano, wir schauen noch auf Sabine, wir schauen auf Boba Fett, was aus ihm wird. Captain Rex war vielleicht noch im Gespräch. Das ist jetzt die Frage, ob er, ey, das wäre so geil, wenn er Boba Fett gegenüber von Rex stehen würde und beide gleich ausschauen, nur halt Rex wäre halt viel, viel, viel älter. Aber es wäre schon irgendwie cool, wenn sie sowas einbauen. Ja, warum nicht? Ist ja alles noch im Bereich des Möglichen, wobei das wäre schon ein Fanservice, der schon zu weit ging. Also das gehen würde, meiner Ansicht nach. Also ich bin aber auch jetzt nicht so der Clone Wars-Fan, wie du weißt. Deswegen könnte ich damit jetzt nicht so viel anfangen. Ich muss sagen, ich fand die gut. Also die hat mich auf jeden Fall direkt mehr gecatcht als die ersten drei Episoden von Staffel 1. Ja. Und vielleicht lag es aber auch einfach daran, weil wir haben ja darauf hingefiebert. Ne? Also es war ja schon, man hat ja schon ein bisschen was gesehen. Ich meine, wir haben uns über den ersten Trailer hier eine gute Stunde unterhalten und haben dann anschließend nochmal zwei weitere Trailer oder einen Teaser und einen neuen Trailer gesehen, wo neue Bilder eigentlich aufgetaucht sind auch. Genau, und, ja. Das fand ich jetzt auch ziemlich cool, dass so das Material aus dem ersten Trailer, was so im Fokus stand, so nämlich dieses Treffen mit Koresh, dieser Kampf mit diesem Syndikat, die Gamorreaner, die mir persönlich übrigens ein bisschen zu dünne Beine hatten, also das fand ich jetzt nicht so ganz akkurat im Vergleich zu denen. Ja, wenn's schon wirklich Jammern auf hohem Niveau ist, dann ist es das. Das war so der Fokus, wo wir auch gedacht haben, um Gottes Willen, wen hängt da an die Laterne, wer ist das? Und da war es dann tatsächlich, weil es so in diesem Trailer gar nicht rüberkam, dass das dieser Gorgon ist. Und es war schon ziemlich geil, dass man quasi so dieses Material, wo wir dachten, um Gottes Willen, was haben sie da alles irgendwie zusammengeballert. Du hast trotzdem nicht genau gewusst, was passiert. Richtig, das stimmt. Und ich liebe das einfach, wenn du ungewiss irgendwo reingehst. Du siehst was, aber manche Trailer zeigen einfach den ganzen Film und fertig ist. Und das war die Angst, Szenen. Dass sie. Ja, genau. Das war die Angst, dass man aus dem Trailer von The Mandalorian sagen könnte, oh, jetzt passiert das und das und das, aber es ist gar nicht so. Genau. Ja, also. Ich meine, wir hätten nie im Leben damit gerechnet, dass die Tusken mit Menschen zusammen einen riesen Drachen töten. Das stimmt. Das ist also, so absurd, da können wir gar nicht drauf kommen. Ja, das ist schon also richtig cool gemacht und man sieht eben einfach auch, dass so diese ganzen, wie ich schon ansprach, so diese ganzen Messages, die rüberkamen, ja, wir verbünden uns, there's always a bigger fish, also es gibt immer diesen größeren Drachen, dann Kleider machen Leute, ja, also aus dem entflohenen Sklavenkorb Vent wird dank mandalorianischer Rüstung ein Marshal, ja, So viele einfach kleine Aspekte, die Verneigung vor dem Star Wars Universe, vor Filmen und interessanten oder ziemlich coolen Charakteren, Figuren an sich, ja, also wie gesagt, ich sage ja der weiße Hai oder Moby Dick, könnte man sagen, mit dem Kray-Drachen und so viele Punkte einfach schon in diesen ersten 54 Minuten zusammengeknallt, ist schon echt gut. Und wie gesagt, Cobb Vanth, Timothy Oliphant, eine Bereicherung des Cast auf jeden Fall. Man könnte sich vorstellen, dass er gegebenenfalls wieder mitmischt. Ja. Ja. Vielleicht, wenn es gegen das Imperium geht. Man weiß es nicht. Ja, vielleicht macht er eine kleine Crew. Ja. Ja, mal schauen. Also, du warst bei 4 von 5 und da hänge ich mich mit dran. 4 von 5 gibt es auch von mir.
Absolut geniale Folge. Ich meine, es hat am Anfang für mich ein bisschen langsam gewirkt, wie es langsam zur Action gekommen ist, aber es hat mir am Schluss sehr gut gefallen. Charakterdesign, Kostümdesign, Setdesign, alles on point. Es fühlt sich an wie Star Wars, es ist nichts erzwungen, es fühlt sich gut an, ich fühle mich wohl, ich fühle mich heimisch, ich fühle Star Wars und das ist das, worum es ja eigentlich geht. Ja, was wir vielleicht noch ansprechen sollten, wir haben jetzt relativ viel über dieses optische Flashen gesprochen. Ich fand den Score auch wieder richtig, richtig gut gemacht. Also das war leicht überarbeitet, aber ja, sehr gut. Ja, aber der Soundtrack, der hat es wirklich auch wieder in dem Fall, wir wissen ja, John Williams hat da einen guten einen sehr guten, einen überragenden Grundstock gelegt. Mhm. Ich glaube, der Score von The Mandalorian wird von Schweden, Schweden von Gergensen oder wie der heißt. Ja, und er hat da auch wieder richtig einen rausgehauen. Also wir hören natürlich diese bekannten aus dem Western angelehnten Geräusche, ja, also so dieses aus der, ich sage immer aus der Dollar-Trilogie, also wirklich aus den alten Sergio Leone-Filmen, ja. Da könnte man auch meinen, dass es so ein bisschen so in die Richtung geht vom Score her. The Good, The Bad, The Ugly. Ja, aber es ist einfach schon sehr atmosphärisch auch passend, nicht überzeichnet. Dezent, ja. Aber trotzdem einprägsam und es unterstützt die Spannung. Und es ist halt eben so auch so dieses Storytelling auch, es ist wirklich wieder so, wo für jeden was dabei ist. Also du holst die neuen Leute ab, die Leute, die neuen Filme mögen, du holst gerade auch die Traditionalisten ab und bringst so dieses Star Wars Feeling, dieses Schmutzige, was wir alle so lieben, ja. Bring das gut rüber. Ja. Ja, ich schließe mich dir an. Ich bin sehr zufrieden und ich freue mich auf nächsten Freitag. Wenn es geht, schauen wir, dass wir am nächsten Freitag die nächste Folge rausbringen. Das schauen wir mal. Ja, oder also auf jeden Fall zeitnah nach der Veröffentlichung. Ne? Genau. Genau. Und mir verbleiben mal so. Ich hatte Spaß, du hattest Spaß und ja, gibt's noch irgendwas zu sagen? Außer, dass wir uns natürlich wie Bolle auf die nächste Folge Mandalorian und auch auf die nächste Folge StarCast freuen. Von meiner Seite aus nichts. Wunderbar. Ich freue mich aufs nächste Mal. Danke für die Leute, die zugehört haben. Und danke dir, Frederik, dass du dabei warst. Immer wieder gerne. Und wir hören uns beim nächsten Mal. So sieht's aus. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Servus.